Herzlich willkommen zu TV Liberal. Bei der Gesundheitsreform hat die schwarz-rote Bundesregierung zwar eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, die Mehrheit der Bevölkerung haben Union und SPD aber nicht auf ihrer Seite. Wenn man die Menschen in Deutschland fragt, was sie von dieser Gesundheitsreform halten, sind die Meinungen eindeutig. Wie wollten Sie fragen, was Sie von der Gesundheitsreform halten? Gar nichts. Muss ich gleich sagen. Von der Gesundheitsreform ist nichts Halbes und nicht Ganzes, so wie der Berliner sagt. Was halten Sie von der Gesundheitsreform? Naja, ich blicke auch schon nicht mehr durch, was die jetzt eigentlich beinhaltet. Also insofern kann ich nicht so viel dazu sagen. Wir kriegen ja auch gar keine Rechnungen von den Ärzten, dass wir die überprüfen können, ob diese Höhen wirklich richtig sind. Wir sind zwar versichert, aber im Grunde dürfen wir alles zahlen. Also ich würde erstmal diese ganze Kram stoppen. Und dann würde ich mal sagen, so nochmal einmal, vielleicht sagen zweieinhalb Jahre und dann nochmal vernünftig was erstellen und nicht in diesem Hauruck-Verfahren. Die FDP im Deutschen Bundestag steht an der Seite derjenigen, die schon erkannt haben. Dieser schwarz-rote Kompromiss macht die Gesundheitsversorgung in Deutschland nicht besser, aber für alle teurer. Aber viele Menschen in Deutschland wissen immer noch nicht genug, was durch die schwarz-rote Gesundheitsreform auf sie zukommt. An diese Menschen möchten wir uns wenden. Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt hat behauptet, diese Gesundheitsreform kommt in schwierigen ökonomischen Zeiten ohne Leistungseinschränkungen für die Versicherten und ohne höhere Zuzahlungen für die kranken Menschen aus. Die Wahrheit aber ist, es gibt keine Entlastung. Weder der Lohnzusatzkosten noch der Versicherten. Stattdessen steigen die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenkassen auf Rekordniveau. Der allgemeine Beitragssatz ist bereits heute von 14,2% auf 14,7% gestiegen. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Ein Rekordniveau von knapp 16% ist in 2 Jahren absehbar. Gleichzeitig werden Ausgaben gekürzt, beispielsweise beim Krankentransport, bei den Krankenhäusern und auch bei den Apotheken. Das sind de facto Leistungseinschränkungen. Mangelverwaltung und Wartelisten werden die Folge sein. Ulla Schmidt hat gesagt, erstmals wird die private Krankenversicherung sich dem Wettbewerb stellen müssen. Die Wahrheit aber ist, die private Krankenversicherung wird systematisch abgeschafft. Sie wird durch gesetzliche Maßnahmen schrittweise immer teurer gemacht. Union und SPD wollen möglichst viele Privatversicherte auf einen reduzierten privaten Basisversicherungsschutz herabdrücken, der am Ende nicht mehr bieten kann als eine gesetzliche Krankenkasse. Das ist kein Wettbewerb. Das ist Kassensozialismus. Und Ulla Schmidt hat behauptet, wir brauchen weder 250 Krankenkassen noch 7 Spitzenverbände mit 7 Vorständen. Die Wahrheit aber ist, die Krankenkassen sollen zu staatlich gesteuerten Vollzugsorganen gleichgeschaltet werden. Am Ende werden nicht mehr der Arzt oder der Patient über die beste Therapie bestimmen, sondern eine Art untergeordneter Bundesbehörde. Ulla Schmidt hat behauptet, das Kernstück der Reform ist die Neuordnung der Finanzierung mit der Einrichtung eines Gesundheitsfonds, der einen Risikostrukturausgleich erst ermöglicht. Die Wahrheit aber ist, dieser Gesundheitsfonds ist ein bürokratisches Monstrum, das der bisherigen Kassenbürokratie nur hinzugefügt wird. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass 2 Bürokratien besser und billiger arbeiten als eine. Ulla Schmidt hat auch gefordert, dass sich Einzelinteressen, so berechtigt sie im einzelnen Fall sein mögen, dem Gesamtinteresse unterordnen müssen. Die Wahrheit aber ist, die Gesamtinteressen der Kranken, der Versicherten und der im Gesundheitswesen Berufstätigen werden den parteipolitischen Einzelinteressen von CDU, CSU und SPD untergeordnet. Statt Vernunft bestimmt ein fauler Kompromiss den Weg in eine gesundheitspolitische Planwirtschaft. Wir Freien Demokraten im Deutschen Bundestag wollen unsere Gesundheitsversorgung strukturell fit machen für die Zukunft. Deshalb schlagen wir vor, die Arbeitgeberbeiträge müssen dauerhaft von den Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung entkoppelt werden, damit der Anstieg der Lohnzusatzkosten eben nicht mehr weiter den Arbeitsmarkt belastet. Die Arbeitgeberbeiträge sollten besser als Lohnbestandteil ausgezahlt werden. Auch dann muss jeder krankenversichert sein, aber über das Wo und das Wie soll doch bitteschön jeder selbst entscheiden dürfen. Es muss echten Wettbewerb geben, und zwar sowohl auf der Seite der Leistungserbringer als auch auf der Seite der Versicherer. Die Krankenversicherer sind für uns Unternehmen, die um ihre Kunden werben sollen. Wir wollen tarifliche und vertragliche Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten für Versicherte und Patienten. Dafür braucht es Transparenz bei den Beiträgen genauso wie bei den Abrechnungen. Wir wollen einen leistungsgerechten Ausgleich zwischen größeren und kleineren Einkommen und für Familien oder Bedürftige. Aber dieser Ausgleich gehört nach unseren Vorstellungen ins Transfer- und Steuersystem, wo es zielgerichteter ist. Und wir wollen mehr Generationengerechtigkeit
durch den Aufbau von Altersrückstellungen. Dieser schwarz-rote Gesundheitsmurks ist ein Experiment auf dem Rücken der Patienten, Versicherten und derjenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Wir wollen eine Neugründung unserer Gesundheitsversorgung, die länger hält als nur bis zur nächsten Wahl. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Lassen Sie sich bei uns registrieren, damit wir Sie auch künftig über gesundheitspolitische Vorhaben und Entscheidungen informieren können.